heard your voice this morning, calling out my name. It had been so long since I've heard, but it didn't really sound quite the same, no. But it let me know that my name. Na, habe ich die Größe ja ganz gut eingeschätzt. Bist du immer noch sauer? Du hattest recht. Wahrscheinlich sollte ich Fabian jetzt erstmal in Ruhe lassen. Na, da habe ich ja echt Glück gehabt. Na, dass du diesmal nicht wieder eingeschlafen bist. Ich muss zugeben, es gab da so ein paar Momente, ja. Da hatte ich Mühe, wach zu bleiben. Ach, blöd, Mann. Echt. Du bist ganz schön sexy, wenn du wütend wirst, weißt du das? Leider muss ich dich jetzt verlassen. Ich muss nämlich noch zur Fachhochschule. Ja, in den Klamotten. Warum denn nicht? Könnte sich doch positiv auf meine Benotung auswirken, hm? Nein. Dieser Anblick ist nur ganz besonderen Freunden vorbehalten. Also. Ja, was ist mit heute Abend? Hast du Lust, noch was zu unternehmen? Sorry, ich hab schon was vor. Ist das schlimm? Nein, 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 überhaupt nicht. Das ist völlig in Ordnung. Also, ich finde nicht, dass wir jetzt jede freie Minute aufeinander hängen müssen. Nur weil wir ein bisschen Spaß miteinander hatten. Finde ich auch nicht. War schön. Hast du was vergessen oder willst du noch mal eine Runde strippen? Also, wenn es dir recht ist, bleibe ich angezogen. Danke, Christian. Ich habe auch jemand anderes erwartet. Ach so. Rebecca hat für dich gestrippt? Ui. Wie war's? Nett. Nett? Ja, sehr nett. Ah, und du bist wach geblieben? Was willst du hier? Den Kellerschlüssel. Ja und? Seid ihr jetzt ein Paar? Nein, wir haben so eine Art Liaison, das nennt man heutzutage so. Ach so. Das sieht sie auch so. Ja, da haben wir drüber gesprochen, keine Sorge. Dir ist schon klar, dass Frauen nie das sagen, was sie denken. Ach, das sagt dir der richtige Frauenversteher. Mein Bruder, der mit einem Mann zusammen ist und seine Ex-Freundin nach Goa verschickt hat. Gregor, mach doch, was du willst. Hey, wie kommst du auf die Idee, dass sie sich eventuell Hoffnung auf mehr macht? Und das war ein gut gezielter Körpertreffer, den Grossmann da platziert hat. Und wieder trifft Grossmann hart mit der Rechten und setzt gleich nach. Los, hau mal die Fresse! Der 25-Jährige fällt immer wieder durch seine schnelle Beinarbeit auf und seine punktgenauen Treffer. Was geht mal dir ab? Boxen? Seit 3 Jahren ja, rat mal. Amateurklasse im Boxstall von Fabian, ist doch klar. Selbst Herr Brandner hat Verständnis für mich. Aber Fabian? Da. Nix da. Noch ein Blöde. Das sieht nicht gut aus für Grossmanns Gegner. Das wär's meine Schuld, dass er Stress mit seiner Family hat. Grossmann zeigt die bessere Taktik. Ich bin sehr gespannt auf die Punktevergabe. Und der hat erneut gesetzt. Ich frage, ob sich Hauk so über den Rest der Runde wird retten können. Hallo, Fabian. Ja, klar. Okay, bis später. Er will mich sehen. Ich soll zu ihm kommen. Ist für dich. Du, danke, ich hab... Ich hatte vorm Kampf Diät. Danke. Ja? Verzeihung, Gräfin. Soeben ist der Mann eingetroffen. Er wünscht, Sie zu sprechen. Rebecca. Na, hast du heute Morgen was vergessen? Nein, ich wollte noch mal mit dir über was reden. Okay. Ja, wo fange ich an? Das vorhin war auf jeden Fall wirklich sehr schön. Aber? Kein Aber.
Zwischen uns beiden, da besteht ja sowas wie eine Anziehungskraft. Also rein körperlich, meine ich jetzt. Hm. Rein körperlich also? Ja, zumindest von meiner Seite. Und ich dachte nicht, dass du jetzt denkst oder hoffst, dass mehr aus uns wird? Aha. Ich mag dich wirklich gern. Ich mag dich auch. Aber beziehungstechnisch, ich bin ja nicht mehr geschieden. Und ich bin für eine neue Bindung wirklich nicht offen. Gregor, ich bin weder in dich verliebt, noch bin ich an einer festen Bindung interessiert. Hm. Wenn dich das beruhigt. Ja, er tut es, in der Tat. Obwohl du so verlegen, schon sehr süß bist.